finde es eine sehr schöne Entwicklung, dass diese Thematik so viel Aufmerksamkeit erfährt. Das war nämlich letztes Jahr anders. Also ich kann mich gut erinnern, am Tag der Anhörung im Bayerischen Landtag war das Thema der Bierpreisbindung auf dem Oktoberfest viel vordringlicher in den Medien. Es ist ein wichtiges Thema und deshalb ist es gut, wenn sich die Medien darum kümmern. Ich war bereits im vergangenen Jahr, wie gesagt, als Sachverständiger im Landtag und habe mich dort sehr kritisch gegenüber dem Begriff der drohenden Gefahr geäußert. Um das richtig zu verstehen, muss man sich bewusst machen, dass die Landespolizeien über ein sehr, sehr weites Aufgabenspektrum und viele Befugnisse verfügen. Die haben viel Macht und deshalb sagt das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Antiterrordateigesetz, sind ihnen Handlungsbefugnisse, durch die in Grundrechte eingegriffen werden kann, grundsätzlich erst ab der Schwelle der konkreten Gefahr eröffnet. Nun hat das Bundesverfassungsgericht selbst schon in einer sich länger abzeichnenden Entwicklung, die beginnt 2004 mit der Entscheidung zum Außenwirtschaftsgesetz und konsolidiert sich in der Entscheidung zum BKA-Gesetz von 2016, das Gefahrenvorfeld behutsam geöffnet für Überwachungsmaßnahmen zum Schutze hochrangiger Rechtsgüter. Das macht auch zu einem gewissen Maße Sinn, denn wenn man in einen Kausalverlauf, der zu einer Rechtsgutverletzung führt, eingreifen möchte, dann muss man zuvor natürlich wissen, was man da tun möchte. Ja? Der bayerische Gesetzgeber hat nun im vergangenen Jahr diese behutsame Öffnung modifiziert, verallgemeinert, im Sinne einer Generalklausel in Artikel 11 Absatz 3 bei PAG auf das gesamte Aufgabenspektrum der Polizei übertragen. Und während das Bundesverfassungsgericht eben in der Entscheidung zum BKAG ausdrücklich sich auf terroristische Straftaten bezogen hat, haben wir nun ein viel, viel breiteres Handlungsspektrum, das bereits im Gefahrenvorfeld ergriffen werden kann. Das ist unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten problematisch, denn es ist klar, wenn es um sehr hochrangige Rechtsgüter geht, dann kann man auch auf der Basis unsichereren Wissens handeln. Und dann kann man auch sehr eingriffsintensive Befugnisse ergreifen. Aber wenn es eben um weniger hochrangige Rechtsgüter geht, dann ist das problematisch. Und hier kommt nun diese Gesetzgebung vom vergangenen Jahr in ihren Details zum Tragen, wenn Sie sich den Artikel 11 Absatz 3 näher anschauen, und ich habe das massiv kritisiert, dann finden Sie eine ganze Ansammlung von unbestimmten Rechtsbegriffen. Da ist also die Rede von einer konkreten Wahrscheinlichkeit, von Vorbereitungshandlungen, von einem seiner Art nach konkretisierten Geschehen, von Angriffen von erheblicher Intensität oder Auswirkung, von erheblichen Eigentumspositionen, Sachen, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Und auch der logische Zusammenhang all dieser Begriffe ist nicht klar. Ja? Also aus einer richterlichen Perspektive, was ich ja im Hauptamt mache, finde ich sowas hochproblematisch. Im Grunde genommen weiß der Normadressat, und das sind in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger, nicht, unter welchen Voraussetzungen die Polizei hier tätig werden darf. Und ich denke, auch für den Polizeibeamten in Situationen ist das wirklich eine große, große Herausforderung. So, das ist der eine Punkt. Das ist das, was im vergangenen Jahr passiert ist. Das andere, das Neuordnungsgesetz von diesem Jahr. Da wird unter dem Vorzeichen der Umsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen werden polizeiliche Befugnisse ausgeweitet. Und zwar nicht nur am Rande, sondern im Grunde genommen ganz massiv. Das hat auch letztes Jahr schon begonnen mit den Aufenthaltsgeboten, Aufenthaltsverboten, mit der elektronischen Fußfessel, mit dem Präventivgewahrsam, der bereits angesprochen wurde, und wird jetzt fortgesetzt mit der Meldeanordnung beispielsweise, mit der Postbeschlagnahme, mit der Erweiterung der DNA-Analyse, mit, das ist eine ganz neue Dimension von Grundrechtseingriff, mit der Möglichkeit,
im Rahmen der Online-Durchsuchung, also das staatliche Hacking, Daten zu manipulieren. Ja, also das sind schon sehr weitreichende Befugnisse, die auch zu einem großen Teil bereits bei der sogenannten nur drohenden Gefahr ergriffen werden können. Und ich tue mich da schwer, aus einer Perspektive guter Gesetzgebung zu verstehen, warum en passant solche Erweiterungen erfolgen, die eigentlich einer intensiven Diskussion bedürften. Mir fehlt in dem Gesetzentwurf, auch wenn es da die eine oder andere gute Idee geben mag, einfach auch die Substanz, ja, dass gesagt wird, was wollen wir mit dieser einzelnen Erweiterung eigentlich erreichen. Der Gesetzgeber ist da rechtfertigungsbedürftig. Das ist einfach Grundrechtsdogmatik. Und wenn man nicht genau weiß, was der Gesetzgeber damit möchte, über das Beschwören allgemeiner Bedrohungsszenarien hinaus, dann ist es auch schwierig, das verfassungsrechtlich überhaupt einzuwerten. Das war die Vorrede zu Ihrer Frage. Ja, ich denke, man müsste das verfassungsrechtlich überprüfen, denn der Ausgangspunkt für den bayerischen Gesetzgeber ist ja eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die hier modifiziert und verallgemeinert wird. Und ich denke, man müsste unbedingt dem Bundesverfassungsgericht die Gelegenheit geben, seine Vorstellungen nochmals zu konkretisieren. Ich hoffe, dass es dazu kommen wird. Ja, ich möchte noch ein Wort zur Cloud sagen. Ich glaube, man kann einen sehr übergreifenden Konsens herstellen, dass die Polizei mit der technischen Entwicklung gehen muss. Das ist gar keine Frage. Der Gesetzgeber würde auch seine Aufgabe verfehlen, wenn er nicht dem Sorge tragen würde. Nun ist es aber so, dass sich mit der technischen Entwicklung auch die Lebensbedingungen der Menschen verändern. In einer digitalen Gesellschaft, sagt das Bundesverfassungsgericht, verwirklicht sich der Mensch als Person in seinen kommunikativen Beziehungen zu anderen. Das war früher nicht so ausgeprägt, in seinen kommunikativen Fernbeziehungen. Ja, die Beschlagnahmevorschriften der Polizeigesetze, die gehen letzten Endes zurück auf die Beschlagnahmevorschriften der Strafprozessordnung und die sind 140 Jahre alt. Wenn man jetzt unverändert diese Beschlagnahmevorschriften ausdehnt auf jedwede Datenspeicher auf die Cloud, in der die Menschen sehr intime, sehr persönliche Dinge ablegen, dann wird das eben nicht mehr der Eingriffsintensität dieser Maßnahme unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen gerecht. Und so sehr ich das begrüße, dass das Thema Cloud überhaupt in den Blick genommen wird, muss ich sagen, hier bräuchte man eine Vorschrift, die höherrangig ansetzt, die einen stärkeren Schutz vermittelt. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach gesagt, dass bei der Auswertung von Datenspeichern der besonderen Schutzwürdigkeit der darauf gespeicherten Daten Rechnung zu tragen ist. Wenn es sich zum Beispiel um Telekommunikationsdaten handelt, Metadaten, Verbindungsdaten oder dergleichen, dann muss der Schutzgehalt des Artikel 10 in den des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung hineingelesen werden. Ja, das ist der gedankliche Ansatz und auf der Basis könnte man ja auch eine Vorschrift schaffen, die einen weitreichenden Schutz vermittelt. Wenn man stattdessen immer versucht, die Spielräume sehr stark auszureizen und zu überreizen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber wieder einfängt, naturgemäß im Detail, weil natürlich Detailregelungen behandelt werden und dann die Gesetze immer komplizierter werden. Auch das ist in der Landtagsanhörung zur Sprache gekommen. Eine zweite kurze Randbemerkung noch zur Präventionshaft. Also ich denke, dass schon das, was hier im PAG drinsteht seit vergangenem Jahr, dass das eine ganz neue Dimension ist. Die Präventionshaft ist ihrer Natur nach eine kurzzeitige Maßnahme. Da kann ich jemanden in Gewahrsam nehmen, wenn ich keine anderen Möglichkeiten habe, ihn von der unmittelbar bevorstehenden Rechtsgutverletzung abzubringen. Ursprünglich war es, ich glaube, 2 oder 3 Jahre in Bayern. Vor 15 Jahren unter einem großen wissenschaftlichen Aufschrei hat man das auf 14 Tage verlängert.
jetzt 3 Monate mit Verlängerungsmöglichkeit, immer wieder 3 Monate, das passt für mich nicht zusammen mit den Leitlinien, die das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit präventiv wirkenden, freiheitsentziehenden Maßnahmen aufgestellt hat. Stichwort Sicherungsverwahrung, § 112a StPO. Ja, das sind sehr, sehr langwierige Verfahren und sehr hohe Voraussetzungen, unter denen Menschen da präventiv in Haft genommen werden können. Diese Hürde sehe ich im bayerischen Polizeirecht nicht, insbesondere dann nicht, wenn die Präventivhaft mittelbar an eine drohende Gefahr anknüpfen kann. Da ist die Schwelle zu niedrig. Ursprünglich war das damals so geplant, dass es unmittelbar einer drohenden Gefahr, das wurde korrigiert, wurde auf eine konkrete Gefahr erstreckt, was auch nicht besonders hoch ist im Vergleich zu anderen Landesgesetzen. Aber in 2 Vorschriften kann sie eben auch anknüpfen an Verstöße gegen Aufenthaltsgebote, Kontaktverbote oder gegen das Tragen einer elektronischen Fußfessel. Und wenn man sich hineinversetzt in einen Betroffenen, dann ist es ja vielleicht so, dass der sich ganz zu Unrecht verdächtigt fühlt. Der sagt, ja, warum soll ich eine elektronische Fußfessel tragen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich will auch nichts machen. Das sieht vielleicht der Staat anders, aber so ist es. Und ich will jetzt ins Freibad gehen und nicht eine Fußfessel tragen, weil dann lachen mich die Leute aus. Dann kommt er in Präventivgewahrsam. Und das wird vom Gesetzgeber damit begründet, dass ja durch die Zuwiderhandlung gegen die Auflage eine konkrete Gefahr begründender Umstand gegeben sei. Dem kann ich einfach nicht folgen. Das Herr Löffelmann, direkt. Zum einen zur Dauer. Es ist unstreitig so, ja, dass die 3 Monate, die in den Landespolizeigesetzen längste Dauer ist. Sie kann verlängert werden, beliebig oft verlängert werden. Das gibt es nirgendwo. Wenn Sie das vergleichen mit zum Beispiel den freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Strafprozessordnung, da gibt es Obergrenzen, da gibt es besondere Überprüfungsmöglichkeiten durch höherrangige Gerichte. Das fehlt hier auch alles. Und es ist doch keine Frage, dass gerade eine freiheitsentziehende Maßnahme eine enorm in ein Grundrecht eingreifende Maßnahme ist. Stimmt doch alles. Da kann man doch nicht sagen, ich verzichte darauf, die Voraussetzungen für so eine Maßnahme möglichst präzise festzulegen und überlasse das einem Richter. Das ist ja, damit wird doch der Gesetzgeber nicht seiner Aufgabe gerecht. Also ich möchte als Richter solche Gesetze nicht haben, wo ich auf welcher Grundlage auch immer dann beurteilen soll, ob ich das Gesetz konform oder nicht konform anwende. Also der Richter muss doch des Gesetzgesetzgebers genau die Voraussetzungen. Der Richter hat doch nicht. Und wenn Sie eins nach dem anderen daran ans Publikum vergleichen Sie mal die Möglichkeiten des Präventivgewahrsams vor dem Gesetz vom vergangenen Jahr. Da sind konkrete Situationen genannt, selbstgefährdender Art zum Beispiel, wo man jemanden in Gefahr sieht. Da kann sich jeder was darunter vorstellen. Aber unter den Voraussetzungen, unter denen eine drohende Gefahr besteht, kann man das eben nicht. Und das ist die Krux an der Sache, dass sehr eingriffsintensive Maßnahmen mit vagen Voraussetzungen kombiniert werden. Das stimmt. Kann direkt nochmal darauf reagiert werden, Herr Lindner? Ich kann doch nicht sagen, weil hier 3 Monate steht, woanders steht gar nichts drin. Manchmal steht ein, ich weiß es nicht, was wo überall drin steht. Ich weiß nur in Bremen, in Schleswig-Holstein und bei der Bundespolizei steht gar nichts drin. Ich kann doch nicht aufgrund einer erneuten Beschränkung vornherein festlegen oder behaupten, die Richter orientieren sich daran. Der Richter hat aus Ermessen nach Vorlage des Sachverhalts dann natürlich konkrete Dinge und gegen höchstpersönliche Rechtsgüter und viele Dinge hat er zu messen. Und aufgrund der, und ich denke, dass Sie da mit mir einer Meinung sind, dass ein Richter sehr genau messen muss, wenn er diese schärfste Maßnahme, nämlich eine Freiheitsentziehung, ausspricht, da sind wir uns doch einig. Und dann legt nicht die Polizei die Dauer fest, sondern wie hier im Gesetz steht, der Richter. So, und das ist der Grundsatz. Da kann man jetzt vom juristischen Seite her viel sagen, aber es ist meiner Meinung nach nicht geeignet,
um Menschen zu emotionalisieren. Mir fehlt hier da wirklich die Grundlage. Wenn der Richter die Dauer festlegt aufgrund des Sachverhaltes, ich kann doch da nicht behaupten, die Polizei kann jeden 3 Monate einsperren. Da stimmt doch was nicht. Also in den Gesetzen, in denen es keine Beschränkungen gibt, da sind die Anordnungsvoraussetzungen spezifischer gefasst. Und im Übrigen ist es eine ihrer Natur nach kurzzeitige Maßnahme. Ja, es wird kein Richter in Bremen oder wo auch immer eine dreimonatige, einen dreimonatigen Gewahrsam anordnen, um eine unmittelbar bevorstehende Rechtsgutsgefährdung zu wollen Sie jetzt unterstellen, dass das in Bayern aber geschieht? Was machen Sie denn mit dem Menschen, der die elektronische Fußfessel nicht tragen möchte? Der will die nach 3 Wochen immer noch nicht tragen und nach 3 Monaten auch nicht und nach 6 Monaten auch nicht. Und so lange bleibt er da? Ich meine, Sie schaffen ja einen Status quo, der zunächst mal wieder durchbrochen werden muss durch neue Erkenntnisse. Das ist das Schwierige. Der Richter, der immer wieder dieselbe Sachlage präsentiert bekommt, der wird immer wieder sagen, naja, die Voraussetzungen liegen ja vor, der will immer noch nicht die Fußfessel tragen, also verlängere ich. Ich möchte zum Herrn Schmidtbauer kommen, der die Wolke nochmal angesprochen hat. Ja, eigentlich wollte ich jetzt was zu Klaus sagen, aber jetzt muss ich mir doch nochmal in die Fußfessel-Diskussion da einmischen, weil das ein bisschen schräg ist aus meiner Sicht. Also erste Feststellung, in Bremen und in Schleswig-Holstein gibt es überhaupt keine zeitliche Obergrenze. Weder 3 Monate noch sonst irgendwas, da ist lebenslänglicher Gewahrsam möglich, wenn es der Richter denn anordnen würde. Hat er noch nie gemacht. In Bayern wird er es auch nicht machen mit den 3 Monaten. Jetzt, Herr Schindler, tut mir leid, aber ich bin schon wieder in der Situation, dass ich den Gesetzentwurf der Staatsregierung hier verteidigen darf. Aber schadet ja nichts. Zweitens, wir brauchen eine konkrete Gefahr. Und eine drohende Gefahr genügt nicht. Und Ihr Beispiel mit der Fußfessel ist insofern auch nicht überzeugend, als der Richter verpflichtet ist, denjenigen, der eben die Fußfessel nicht tragen will, sondern ins Freibad gehen will, in Ihrem Beispiel, auch persönlich anzuhören. Und da kann derjenige Betroffene kann sagen, dass er unschuldig ist. Und dann hat die Polizei dem Richter vorzutragen, warum sie der Meinung ist, dass der gefährlich ist, warum diese Gefahr nur dadurch beseitigt werden kann, dass er Fußfessel trägt und warum sozusagen es hier keinen anderen Ausweg mehr gibt, als dass man Gewahrsam anordnet. Und erst wenn die Polizei das alles dem Richter vorgetragen hat und den Richter überzeugt hat, weil die Tatsachen, die die Polizei vorgetragen hat, den Richter überzeugen, erst dann kann der Richter auf dieser Rechtsgrundlage entscheiden. Und ich finde, das ist dann einfach ein bisschen schräg zu sagen, das ist alles vollkommen unklar und weiß man nicht oder irgend sowas, weil ich es jetzt gerade in der Richtung gesagt habe. Zur Cloud möchte ich nochmal sagen, das, was Sie vorher gefordert haben, Herr Löffelmann, das ist alles richtig, wird von mir mitgetragen, hat aber sozusagen den großen Vorteil, dass schon im Gesetz drinsteht. Erstens, man darf Daten höchstpersönlicher Lebensgestaltung als Polizei wie sicherstellen, nicht sicherstellen, und zwar weder am Handy noch in der Cloud noch sonst irgendwo. Das ist eine ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, steht auch im PAG drin. Und im Übrigen verweist dieser 25, der jetzt da eingefügt wird für die Cloud-Sicherstellung, auf den 48. Dort steht drin, dass die Daten gekennzeichnet werden müssen, wie sie gesichert werden müssen. Also dieses Sicherungskonzept, das Sie da vorher eingeführt haben, steht im PAG schon drin. Ich gebe Ihnen recht, das Gesetz wird immer unübersichtlicher, wird schwieriger zu lesen. Deswegen muss man da auch nach hinten schauen in dem Bereich. Das ist alles nicht so einfach, aber Sie haben es ja richtig gesagt, Herr Löffelmann, die Welt ist kompliziert geworden.